Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ich habe mir mal überlegt, wir sprechen mal mit Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Mal gucken, was er so zu sagen hat. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Rasenmäher. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? So, wir brauchen im Grunde alles. Energiereiches Wasser kriegen wir, ist nämlich an Taurin vom Stier. Da müssen wir nur gucken, wie wir das bekommen. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Okay, irgendwas mit Explosiv-Schwarzpulver müssen wir suchen. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Gut, das heißt, das ist im Rathaus. Da müssen wir irgendwie an die Wünschelrute kommen. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Gut, das ist das mit dem Stier, das haben wir schon, da müssen wir in das Blut kommen. Und was ist das? Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können, fauler Sack. Gut, das energiereiche ich glaube, Wasser ich wüsste das ich lieber auch. Alleine. Denn seien wir doch mal ehrlich. Du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Okay, mal gucken. Vergib uns das Erbe zurück. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Okay, dann egal. Bis später. Genau. Erstmal will ich jetzt wissen, was hier mit den drei Löchern auf sich ist. Oder was es damit auf sich hat. Irgendwie. Warte mal. Wie muss ja hier jetzt das Wasser durchlaufen? Und der Ofen muss auch an. Und wir müssen. Warte mal, wir haben die Chilischote. Ja, das wäre lustig. Aber ich brauche die Chili für das Rezept. Achso, er braucht die für das Rezept? Okay, nice. Wir müssen auf jeden Fall Schwarzpulver finden. Das ist irgendwas mit Sprengstoff. So, wo bekommen wir Sprengstoff her? Bei ihrem Haus ist ja nichts im Rathaus. Was ist denn mit einem dabeien Haken? Man kann bestimmt mit dem Haken irgendwo was angeln. Vielleicht können wir mittlerweile eigentlich hier runtergehen oder so. Nee, ne? Mit Hanne können wir sprechen. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh. Ah, die kriegen wir auch locker Sprengladungen her. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien. Da ist auch eine Flüssigkeit. Wir nennen sie Batteriebrause. Meinst du? Ja, das haben wir ja schon. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anmacht. Richtig. Warte mal. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Also die Batteriensäure weiß ich auch, wo die ist. Das Stierblut auch. Gucken, was er nochmal hier zu sagen hat. Da mal eben die Glocke läuten. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Achso, naja, das hat. Nee, zurück.
Ach, die, das sind die heiße Bohnen. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich die Chilischote. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Vielleicht... Ne, die brauchen wir ja noch. Vielleicht können wir ihm die ja geben. Schade. Er hält dir ein Wunder, dass er so... Was mit ihm willst du hier haben? Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vor... Haha, es ist ja nichts. Die Teile... Okay. Irgendwo müssen wir da jetzt mit hin. Also irgendwie müssen wir hier vorne diese Batteriesäule einsammeln. Und das Blut vom Stier müssen wir auch bekommen. Nur ist die Frage, wie wir das vielleicht bekommen. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Wo kriegen wir denn? Wir gehen mal zum Haus von Tony. Vielleicht haben wir da noch irgendwie was wir angeln können oder so. Hier ist doch bestimmt noch irgendwie was man brauchen kann. Und nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Wo kriegen wir Sprengstoff her? Das ist die Frage. Vielleicht hier oben. Oh, da liegt auf jeden Fall eine Granate. Und das Schweißgerät. Ja, voilà. Das ist natürlich super. Können wir natürlich wieder beides mitnehmen. Oder was? Blindgänge. So. Vielleicht gehen wir so. Na, jawohl. Wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ja, perfekt. Das habe ich mir gerade schon gedacht. So, jetzt haben wir Schwarzpulver. Das ist doch auch ein Teil. Schwarzes Pulver. Auch ein Teil des Rezepts, ne? Genau. So, besonders aufputschen. Energiereiches Wasser, überlebendes Wasser, klares Wasser. Ah, hier ist noch ein Trichter. Gut. Sonst ist hier nichts, ne? Was hier noch so? Auch nichts groß. Was ist nach oben? Oben ist ein Plan. Aber ist ja nichts. Okay. Super, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen mehr. Schwarzpulver und Trichter. Handschweißgerät. Vielleicht können wir die Tabletten ausschütten. Was ich zwar nicht glaube, aber wir können es mal probieren. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer. Okay, das ist egal. Ich würde ja gerne mal irgendwie hier reingehen oder so. Was gibt's denn hier alles? Das haben wir eigentlich alles schon gehabt. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Wenzel hat eine Schutzklappe. Ich muss irgendwie bestimmt das Feuer an. Warte mal. Vielleicht kann ich das so mit dem Handschweißgerät anmachen. Das sitzt auch so schon fest genug. Das sitzt auch so. Okay, Mist. Da muss man irgendwas reinlegen. Aber die Wartenummer brauche ich ja wohl noch. Aber wofür brauche ich die? Ich gehe mal zum Rathaus. So. Nochmal am Hebel ziehen. Jeder nur eine Nummer! So. Spielverderberin, glaube ich. Kann ich vielleicht mit der Nummer jetzt da schon? Wann bin ich dran? Lass sehen. Oh. Das dauert wohl noch! Mist, ich muss irgendwie diese Besetzungscouch für verrückte Hutmacher entrümpeln. Okay, also die müssen weg. Nur ist die Frage, wie die wegkommen.
Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Vergiss es. Puh, diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Es könnte eine Anspielung auf eine Katze sein, aber ich glaube nicht. Oder vielleicht kann ich den Haken damit verknüpfen. Uah, Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Das muss nicht umgefüllt werden. Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht noch. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja. Wo? Das ist die Frage. Nicht kleckern, sich persönlich. Mist. Gibt's ja auch nichts zu holen, oder? Türknopf, Karton. Luftballons. Nee. Verdammt. Wo? Auf jeden Fall haben wir schon ein paar Sachen gefunden. Das ist immer gut. Vielleicht muss der Trichter in den Stier. Und heute, liebe Kinder? Ach, so schon. Verdammt. Hier auch nicht rein, ne? Das ist ja bloß. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Wir brauchen irgendwo so ein Scheißgefäß. Mist. Na, wo krieg ich das hier? Nur zu tun hier? Ich sag. Ja, nimm die Füße vom. Da muss man schon klug aussortieren. Und sieh her, meine Füße sind schon. Oh. Nicht aufregend, tief. Das ist alles nicht so wichtig. Mal gucken, was ich noch zu sagen hat. Ich wollte mich verabschieden auf das Gespräch. Coupons. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, dann ja, okay, nein. Das Thema verdient dein eigenes. Mann, fuck. Ich muss weg. Das sage ich. Aber du? Mühle. Stange, was ist das für eine Stange? Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Na, dann habe ich ja schon einen. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ach, Mist. Vielleicht kann ich hier nochmal gucken, ob ich irgendwie was reinmachen kann. Ja, das hatten wir schon mal probiert. Eine Prise Schwarzpulver. Und jetzt? Fehlen noch zwei Zutaten. Ach so, warte mal, dann. Eine ganze Chilischote. Eine Zutat fehlt noch, aber die haben wir wahrscheinlich nicht hier. Das ist auch so schon langweilig. Warte mal, Rezept. Das andere ist aufputschend. Boah, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall können wir dann hier später gurgeln. Das müssen wir jetzt irgendwie. Warte mal, was ist mit Wenzel? Hey, Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Dieses aufputschende Mittel. Schwarzes Pulver haben wir schon, klares Wasser haben wir schon. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Wie du meinst. Na gut, egal. Bis später. Genau. So, was machen wir jetzt? Ja, okay, warte mal, machen wir hier einen Cut. Sehen uns nachher wieder. Oder morgen. Bis dahin.